Heute erklären wir euch Floorball! Floorball ist eine Mannschaftssportart. Es treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Floorball kann man 4 gegen 4 oder 6 gegen 6 spielen. Es gibt auch einen Unified-Wettbewerb. Dann wird 5 gegen 5 gespielt. Die Feldspieler tragen ein Trikot, eine kurze Hose und Stutzen. Alle Feldspieler haben einen Kunststoffschläger. Der Ball besteht auch aus Kunststoff und ist sehr leicht. Der Torhüter hat keinen Schläger, aber der Torhüter hat eine Schutzmaske. Und er darf weitere Schutzausrüstung tragen, zum Beispiel Handschuhe. Der Ball muss ins Tor des Gegners geschossen werden. Die Mannschaft, die mehr Tore schießt, gewinnt. Männer und Frauen spielen in gemischten Teams. Floorball wird in einer Halle gespielt. Das Spielfeld ist von einer Bande umgeben. Die Tore stehen nicht am Spielfeldrand, sondern im Spielfeld. Man kann also auch hinter dem Tor herumlaufen. Es gibt wichtige Regeln, damit das Spiel fair bleibt. Wenn man diese Regeln nicht beachtet, bekommt der Gegner den Ball.